Interview mit Bischof Erwin Kreutler, Prälatur vom Xingu im Amazonas Brasiliens, anlässlich der Ökumenischen Versammlung in Mainz im Mai 2014 zum Thema Die Zukunft, die wir meinen, Leben statt Zerstörung. Bischof Erwin Kreutler steht der größten Diözese der Welt vor, ist Präsident des Indianer-Missionsrates der brasilianischen Bischofskonferenz CIMI und setzt sich seit Beginn seiner Amtszeit für die Anliegen der indigenen Bevölkerungen und den Schutz des Regenwaldes im Amazonas ein. Der Leitfaden seiner kirchlichen Arbeit ist bestimmt durch die vorrangige Option für die Armen. Aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes wurde er 2010 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Hinzu kommen mehrere Ehrendoktortitel und Auszeichnungen theologischer Fakultäten in Europa. Woher nehmen oder schöpfen Sie über all die Jahre die Kraft und das Durchhaltevermögen für Ihr Engagement und Ihre Option für die Armen? Es gibt im Konzilsdekret ad gentes, es gibt einen Satz, der mich bis heute sehr bestimmt. Die Kirche hat den Auftrag, die Liebe Gottes allen Menschen und allen Völkern zu verkünden und mitzuteilen. Es geht um die Verkündigung der Liebe Gottes, aber auch um die Mitteilung. Das heißt, ich muss mich einsetzen, dass diese Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wie schaut dieser Einsatz ganz konkret aus? Ich gehe gerade auf diese Menschen zu, die wirklich in Not und in Elend sind. Woran ich mich halte oder was mir dazu die Kraft gibt, ich bin Bischof und ich denke, dass mein bischöfliches Amt ich nicht nur für die Katholiken ausübe, sondern dass ich einen Auftrag habe auch für diese Völker, unabhängig welche Religionsbekenntnis sie haben, mich für diese Völker einzusetzen. Und da orientiere ich mich tatsächlich am Evangelium, am Beispiel Jesu Christi. Und ein Wort sagt mir immer sehr viel, dass es im ersten Johannesbrief steht, 3,16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind es schuldig, das Leben für die Schwestern und Brüder einzusetzen. Es geht um den Einsatz des Lebens, es geht um die Verteidigung der Würde dieser Menschen, die seit Jahrhunderten verfolgt worden sind, dezimiert worden sind, die aber genauso Recht auf Leben und Überleben haben in ihrer besonderen Mitwelt wie alle anderen hier in Brasilien. Leider Gottes sind zurzeit wieder Kampagnen im Gange, die gegen die indigenen Völker sind, auch man will an den Verfassungsbestimmungen rütteln. Und da meine ich, sind wir heute ganz besonders aufgefordert, ganz neu und wieder für die Rechte und die Würde der indigenen Völker hier in Brasilien einzutreten. Der konziliare Prozess fand seine Entsprechung in der Agenda 21. Wie können Christen und Kirchen dazu am besten zusammenarbeiten? Wo sehen Sie Unterschiede in der Perspektive und Motivation? Wir können nicht einfach so tun, als ob wir die letzte Generation wären. Wir sind verantwortlich für die zukünftigen Generationen in jeder Hinsicht. Gerade wenn es darum geht, die Schöpfung zu verteidigen und uns auf spezifisch religiöse Punkte einschränken und in die Sakristei uns zurückziehen. Wir haben den Auftrag im Namen Gottes für diese Mitwelt, für diese Schöpfung einzutreten. Was bedeutet und welche Prinzipien beinhaltet das Konzept des guten Zusammenlebens, Buen Vivir? Bien Vivir, oder wie wir sagen, guten Leben, das hat für mich drei Dimensionen. Die Harmonie untereinander, das Miteinandersein der Menschen, die Harmonie mit der Schöpfung und die Harmonie für uns mit Gott. Also das Zusammensein mit den Menschen, der Respekt vor den Menschen, der Respekt vor der Natur und vor unserer Mitwelt. Und in diesem Sinne, dass wir den Auftrag Gottes wahrnehmen, für die Schöpfung uns einzusetzen. Es geht nicht um das Dominieren, Unterwerfen. Es geht um den Einsatz für unsere gemeinsame Heimat. Bien Vivir meint, dass wir eine Anklage an das jetzige aktuelle System machen. Es geht um die Ausbeutung, um den Konsum,
ohne Rücksicht auf Verluste. Man holt nur heraus und denkt nicht an das Subjekt. Das Wort der Indigenen meint, dass der Mensch, die menschliche Familie, dass die das Subjekt der Geschichte ist und nicht irgendwelche Projekte. Eben das gute Leben miteinander meint, wir verstehen unter Entwicklung, unter Fortschritt, bessere Lebensqualität, und zwar nicht nur für mich persönlich, meine Interessen zu verteidigen, sondern für unsere Gemeinschaft und im Zusammenhang auch mit der Weltgemeinschaft. Man kann sie nicht abkapseln und eine Insel der Seligen bauen, sondern es geht um die Bevölkerung, das gute Leben aller Menschen auf dieser Welt. Welche Wünsche würden Sie gerne an die Ökumenische Versammlung übermitteln? Dass wir uns einsetzen, ganz unabhängig, welches Glaubensbekenntnis wir vertreten, dass wir uns einsetzen für gemeinsame Ziele. Und da beginne ich wieder mit dem Wort Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Das sind Ziele, das sind Ausrichtungen, die uns alle angehen. Dass wir die Grenzen unserer Glaubens, unserer Konfessionen nicht verhärten, sondern sagen, welchen Weg können wir gemeinsam gehen? Und einer dieser Wege tatsächlich ist der Kampf. Ich spreche jetzt wirklich vom Wort Kampf. Es gibt einen edlen Kampf für die Gerechtigkeit, einen edlen Kampf um die Bewahrung der Schöpfung, einen edlen Kampf um den Frieden. Frieden ist nicht der Frieden des Friedhofs, sondern der Frieden, dass wir einander die Hände reichen und über alle Grenzen hinweg und Einschränkungen hinweg diesen Weg miteinander gehen. Es geht um das Überleben der zukünftigen Generationen. Es ist ein Auftrag, den wir einfach nicht wegstecken können. Wir müssen uns die Hände reichen, wir müssen die Herzen öffnen füreinander und sagen, wir gehen diesen Weg miteinander. Es geht um die liebende Solidarität den zukünftigen Generationen und auch der heutigen Generation gegenüber. Was sind Ihre persönlichen Perspektiven und Pläne und wie sehen Sie die Zukunft der Makroökumene, der Religionen? Ich glaube, wir wachsen immer mehr zusammen. Das finde ich ausgezeichnet. Wir müssen den Mut haben, aufeinander zuzugehen. Nicht mit irgendwelchen Voreingenommenheiten. Wir respektieren das Glaubensbekenntnis des anderen. Aber es gibt tatsächlich Themen, die uns allen gemeinsam sind, über alle religiösen oder über alle Bekenntniskonfessionen Grenzen hinweg. Und ich denke, dass wir diesen Weg einfach gehen müssen und diesem Ziel zusteuern, dass auch das eine Form ist von dem, was Jesus gesagt hat, dass alle eins sind. Die Einheit nicht nur im gemeinsamen Gebet, der gemeinsamen Feier, sondern die Einheit ganz besonders auch gemeinsamen Weg in unserem Einsatz, in unserem ganz dezidierten Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Es ist immer eine große Versuchung zu sagen, was kann ich da machen? Aber wenn viele da sind, der Hilder Kammerer hat einmal gesagt, wenn einer träumt, dann ist es ein Traum. Wenn viele träumen, dann beginnt eine neue Wirklichkeit. Ich glaube, dieser Traum, diese Utopie, der liebenden Solidarität über alle ihre konfessionellen Grenzen hinweg, der liebenden Solidarität für eine gerechte Welt, für eine friedliche Welt, für eine Welt, die auch die Schöpfung nur respektiert. Das ist, gibt es nichts Schöneres und nichts Wichtigeres für uns alle, gerade im ökumenischen Bereich, dass wir diese liebende Solidarität versuchen, in die Tat tatsächlich umzusetzen. Reichen wir einander die Hände, öffnen wir unser Herz für die Anliegen der anderen. Und ich glaube, diese globale liebende Solidarität, das ist, glaube ich, das Markenzeichen der Ökumene, dass alle eins sind.